Mit dem Bild »Wir säßen auf einem Pulverfass auf einem Vulkan« beschrieb Helga Zeppler-Rusch in einer Diskussion am Montagabend den Zustand der Welt. Wir stehen einerseits am Rande der möglichen thermonuklearen Vernichtung allen Lebens auf dieser Welt und auf der anderen Seite droht der unkontrollierte Kollaps des mit Derivaten völlig überdehnten Finanzsystems selbst zu Chaos oder Krieg zu führen. Die Existenz der Menschheit und allem, was in jahrtausendelanger Arbeit und Entwicklung der Zivilisation errungen wurde, steht auf dem Spiel. Es gibt eine Lösung, aber dabei kommt es darauf an, dass mehr Menschen jetzt für den positiven Ausweg aus dieser Krise aktiv tätig werden. Mein Name ist Stefan Ossenkopp, Sie sehen die Welt ohne Filter. Am 8. Februar warnte Spiegel Online unter der Überschrift »Das nukleare Gespenst kehrt zurück« davor, dass durch die Krise in der Ukraine die Gefahr eines atomaren Krieges zwischen der NATO und Russland ansteige. Darin wird unter anderem der ehemalige amerikanische Senator Sam Nunn zitiert. »Das Vertrauen zwischen der NATO und Russland ist nahezu zerstört«, sagt Nunn. »Mitten in Europa findet ein Krieg statt, internationale Verträge sind zusammengebrochen oder stark belastet, wir haben taktische Atomwaffen überall in Europa. Die Situation ist äußerst gefährlich.« Weiter heißt es in dem Artikel, Ende Januar hat das Bulletin of the Atomic Scientists seine Doomsday Clock, die Uhr des jüngsten Gerichts, auf 3:12 vorgestellt. Dort stand sie zuletzt 1983, als die US-sowjetischen Beziehungen an ihrem eisigsten Punkt waren, wie der Forscherverband mitteilte. Dabei spiele, dem ehemaligen russischen Außenminister Iwanow zufolge, das Fehlen von Sicherheitsmechanismen und vertrauensvoller Kommunikationskanäle zwischen Washington und Moskau eine entscheidende Rolle. Was sich jetzt akut auftut, sollte nicht als Übertreibung abgetan werden. Der Artikel in Spiegel Online war keine Ausnahme. Theodor Postel, Professor für Wissenschaft, Technologie und internationale Sicherheit am Bostoner MIT, schrieb bereits im Dezember letzten Jahres in The Nation einen längeren Artikel mit dem Titel »Wie die Obama-Administration lernte, sich nicht zu sorgen und die Bombe zu lieben«. Postel verwies darin auf das 1 Billion Dollar schwere Programm Obamas zur Modernisierung der US-Kernwaffen. Dieses Programm entspricht der nuklearen Erstschlagsdoktrin, bei der US-Strategen seit inzwischen mehr als einem Jahrzehnt davon ausgehen, das nukleare Zweitschlagspotenzial, zum Beispiel der Russischen Föderation, ausschalten zu können, ohne einen Gegenschlag zu riskieren. Aber auch ohne direkte Erstschlagsabsicht ist die Lage schon heikel genug. So schreibt Postel, das eigentliche Problem ist nicht Irrationalität, sondern Unberechenbarkeit. Das US-Modernisierungsprogramm produziert nukleare Streitkräfte, die es erheblich komplizierter machen, einem Desaster ausweichen zu können, sollte es zu einer Krise kommen. Jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, weiß, dass es zu solchen Krisen kommen wird und dass sie aus unvorhersehbaren und unvorhergesehenen Ereignissen entstehen. Die Gefahr ist jetzt akut. Aber die Menschheit lebt seit August 1945 unter dem Damoklesschwert des nuklearen Holocaust. Martin Luther King hat in seinen Reden und Predigten oft darüber gesprochen, seit er sich offen gegen den Krieg in Vietnam ausgesprochen hatte. Präsident Kennedy hatte immer wieder davon gesprochen, dass die Existenz der thermonuklearen Waffen das Ende der Menschheit bedeuten würde. Am 25. Juli 1961 sagte er, im thermonuklearen Zeitalter kann jede Fehleinschätzung einer Seite über die Absichten der anderen binnen weniger Stunden mehr Zerstörung hervorbringen als in allen Kriegen der Menschheit zuvor. 10 Jahre zuvor hatte US-General Douglas MacArthur vor dem US-Kongress gesprochen. Militärallianzen, Kräftegleichgewichte, Ligen von Nationen, sie alle versagten irgendwann und ließen nur noch den Pfad der Feuerprobe des Krieges offen. Die schiere Zerstörungskraft des Krieges macht diese Alternative jetzt unmöglich. Wir haben unsere letzte Chance gehabt. Entwickeln wir kein besseres und gerechteres System, steht das Armageddon vor unserer Tür. Das Problem ist im Grunde ein theologisches und erfordert die Erneuerung und Verbesserung des menschlichen Charakters, sodass seine Entwicklung mit unseren beispiellosen Fortschritten in Wissenschaft, Kunst, Literatur und allen materiellen und kulturellen Errungenschaften der letzten 2000 Jahre gleichzieht. Es muss vom Geist herkommen, wenn wir das Fleisch retten wollen.
Nach dem in letzter Minute erreichten zweiten Minsker Abkommen ist jetzt klar, dass die Gefahr der erneuten Eskalation von Nazi-Organisationen wie Dmytro Jaroschs rechtem Sektor oder dem Azov-Bataillon in der Ukraine ausgeht, die kein Interesse daran haben, dass dieses Abkommen eingehalten wird. Hinter diesen Organisationen steht vor allen Dingen die Vertreterin des US-Außenministeriums Victoria Nuland, die die europäischen Verhandlungsbemühungen als, Zitat, Bullshit aus Moskau bezeichnet hat und darauf drängt, Waffen in die Ukraine zu liefern. Lyndon LaRouche hat in den USA gefordert, dass Nuland umgehend aus ihrem Posten entfernt wird, bevor es zum thermonuklearen Krieg kommt. Und auch die Finanzkrise muss jetzt rasch gelöst werden. Griechenland macht seit der Wahl der neuen Regierung deutlich, mit Sparmaßnahmen ist das Problem nie zu lösen. Der Forderung einer Schuldenkonferenz am Beispiel der Londoner Schuldenkonferenz von 1953 liegt dieser zentrale Punkt zugrunde. Es muss wirtschaftliches Wachstum geben, wenn an eine Zahlung von Schulden überhaupt gedacht werden soll. Der griechische Finanzminister Varoufakis schrieb am 16. Februar einen Beitrag in der New York Times unter dem Titel »Keine Zeit für Spiele in Europa«. Er fordert darin Wachstum für Griechenland, um auch die Unfähigkeit, Schulden zu bezahlen, zu beenden. Was Varoufakis nicht erwähnt, ist die enorme Nervosität an den sogenannten Finanzmärkten, die starre Ablehnung von Schuldenschnitten, denn an griechischen Schuldentiteln hängt eben auch ein Teil der mehr als 2 Billiarden Dollar großen Derivateblase. Unser Programm ist seit vielen Jahren, das Finanzsystem zu reorganisieren. Die Derivate müssen weg, die unbezahlbaren Schulden gestrichen werden. Ein Trennbankensystem nach Glass-Steagall-Standard würde die Bedingungen schaffen, unter denen ein Kreditsystem eingeführt werden kann, um das völlig bankrotte monetaristische System abzulösen. Wir könnten sofort gemeinsam mit den BRICS-Ländern und vielen anderen an dem Aufbau der Weltwirtschaft zusammenarbeiten. All das muss auf einer neuen Plattform geschehen, die auf einem Menschenbild aufbaut, bei dem die Menschheit als Ganze, als das erkannt wird, was sie wirklich ist. Eine kreative Kraft, die der Existenz des Sonnensystems einen Sinn gibt. Es geht nicht mehr um pragmatische Entwürfe in einem System, das sich im Untergang befindet. Der Mensch ist eine schöpferische Kraft im Universum.